Vielen Dank für die sehr freundliche Einleitung und natürlich für die Gelegenheit, nochmal hier in Göttingen meine Studien präsentieren zu können. Herr Endele hat es schon berichtet, ich möchte in meinem Vortrag jetzt einen neuen Schauplatz des Kulturkontaktes einführen in dieser Vortragsreihe und auch ein neues Medium, nachdem meine Vorredner unter anderem Souveräne und Soldaten behandelt haben, geht es heute um Sammlungen und mit ihnen auch um Objekte als Träger, und materielle Kultur als Träger interkultureller Begegnungen. Ein solcher Fokus wäre noch vor wenigen Jahren mit einer gewissen Skepsis betrachtet worden. In jüngster Zeit haben diese frühen Sammlungen und Museen allerdings eine radikale Neuinterpretation erfahren. Anstatt als obskure Sammelsurien voll bizarrer Kuriositäten werden sie nun als zentrale Begegnungsräume verstanden. Die neue Wissensgeschichte interpretiert diese frühen Sammlungen heute gerne als eine Art Contact oder Trading Zone, die wichtige Akteure und Ideen miteinander in Berührung brachte, und die Exponate liest sie als Grenzobjekte, als Boundary Objects, die den Austausch über soziale, disziplinäre, religiöse und auch territoriale Grenzen hinweg stimulieren und organisieren. Diese Überlegungen sind mittlerweile so populär geworden, dass sie auch auf aktuelle Debatten ausstrahlen. Viele von Ihnen werden die Diskussion um das vermutlich größte zeitgenössische Kulturprojekt im deutschsprachigen Raum verfolgt haben, das Humboldt-Forum im neu zu errichtenden Berliner Stadtschloss. Seitdem der Bundestag das Projekt jetzt vor mehr als 10 Jahren beschlossen hat, wurde nahezu jede Facette dieses Unternehmens sehr kontrovers debattiert. Nur ein Aspekt blieb nahezu unumstritten. Das Zentrum dieses geplanten Humboldt-Forums soll eine Kunstkammer bilden, in dem dahinter steht die Idee, dass möglicherweise Objekte, die dann dort dargestellt werden, eine etwas neutralere Form der Begegnung mit der nicht-deutschen und auch außereuropäischen Welt ermöglichen könnten, als das persönliche und oft mit Konflikten versehene Kontakte tun. In diesen für die frühen Sammlungen typischen Nebeneinander von Natur und Technik, von Kunst und Wissenschaft, von eigenem und Fremden, vermutet man ein von späteren disziplinären, nationalen und machtpolitischen Zwängen noch freies Labor der Begegnung. Im Ensemble dieses Humboldt-Forums soll so eine Kunstkammer dann dazu dienen, die dorthin transferierten ehemaligen Berliner Kolonialmuseen umzuformen in Museen der Weltkulturen und zugleich der engen nationalstaatlichen Tradition des Stadtschlosses einen unvoreingenommenen interkulturellen Begegnungsraum entgegenzustellen. Solche frühen Sammlungen erscheinen hier als eine Heterotopie deutscher Weltoffenheit. Dementsprechend sollten frühe Museen auch für Prozesse des Austausches und der Begegnung innerhalb der Personalunion von Großbritannien und Co-Hannover ein vielversprechendes Untersuchungsfeld darstellen. An ihnen könnte sich die bisher zumeist auf Hof und Administration konzentrierte Forschung zur Personalunion überprüfen und um den möglicherweise etwas lebhafteren Bereich der Kultur ergänzen lassen. Allerdings verdeckt die neue Begeisterung für alte Sammlungen, dass auch objektzentrierte Austauschprozesse mit gravierenden Herausforderungen einhergingen, insbesondere dann, wenn sie in den stratifizierten Gesellschaften der frühen Neuzeit stattfanden. Das Sammeln ist zweifelsohne eine außergewöhnlich gesellige Praxis. Es brachte notwendigerweise eine einzigartig breite Gruppe von Händlern, Reisenden und Besuchern miteinander in Kontakt, aber die Beteiligung dieser unterschiedlichen Akteure besitzt auch tatsächlich das Potenzial, unser Wissen darüber zu erweitern, wer denn neben dem Hofstaat genau die Träger von Austauschprozessen in dieser Personalunion gewesen sein könnten. Das Aufeinandertreffen einer derart heterogenen Gruppe von Akteuren barg aber auch hohes Konfliktpotenzial. Hinzu kommt,
dass dieser Austausch im musealen Raum nicht nur die Übersetzung zwischen unterschiedlichen sozialen Sphären nötig machte, sondern auch eine Übersetzung zwischen unterschiedlichen Medien, Objekten, Bildern und dann zu Texten. Solche komplizierten Transferprozesse laden regelmäßig zu Verzerrungen und Voreingenommenheit ein. Deshalb möchte ich den vielen in dieser Vortragsreihe bereits besprochenen Formen des Kulturkontaktes eine weitere, wie ich meine, oft unterschätzte Variante hinzufügen, nämlich die des kreativen Missverständnisses. Da Museen schon ihrer Funktion nach konservative, bewahrende Gebilde darstellen, werde ich zunächst bis in die Zeit vor der Personalunion zurückgehen. Dieser Rückgriff erlaubt es mir nämlich, die Potenziale und Probleme des kulturellen Austausches im musealen Raum anhand von zwei eng miteinander verbundenen Fallstudien zu illustrieren, nämlich der Erfahrung der Londoner Royal Society im späten 17. Jahrhundert und der Wiederholung und Emulation dieser Erfahrung durch die Göttinger Professoren während der Personalunion 100 Jahre später. Beide Beispiele illustrieren, dass frühneuzeitliche Austauschprozesse soziale Distanz oftmals von größerem Gewicht war als die geografische Entfernung und dass die soziale Praxis, die solche Austauschprozesse flankiert, oft nicht in direkten Transfers resultiert, sondern in unintendierten, aber eben nicht weniger wirksamen Formen von Austausch. Und damit komme ich zu meinem ersten Beispiel. Das Museum oder Repository der Royal Society. Sammler und Gelehrte verstanden einander über lange Zeit nicht als Partner, sondern sahen sich als Gegenspieler. Während des 17. Jahrhunderts war das Sammeln häufig durch eine kritische Haltung zur Welt der universitären Gelehrsamkeit motiviert und wurde von sozialen Gruppen außerhalb des klassischen Bildungssystems getragen. Virtuosi und Connoisseurs, wie man sich nannte, verstanden das Sammeln als einen Raum der Freundschaft, der sich durch Konsens und Geselligkeit deutlich von den notorischen Streitereien an den Universitäten abheben sollte. Umgekehrt betrachteten viele Professoren die Aktivitäten der Sammler als naiv und oberflächlich und beklagten deren Bereitschaft, reine Form über Substanz und visuellen Reiz über gründliche Analyse zu stellen, dass diese scharfen Grenzziehungen zumeist nur in der Imagination der beteiligten Akteure existieren, bedeutet nicht, und das werden wir noch sehen, dass sie keine praktischen Auswirkungen besaßen. Ihre Überschreitung barg für die Grenzgänger ein durchaus reales Risiko, das durch eine ausgeprägte soziale Kompetenz der Vermittler aufgefangen werden musste. Als die Royal Society for the Improving of Natural Knowledge 1660 in London gegründet wurde, standen ihre Mitglieder fest auf der Seite der Sammler. Im Anschluss an Francis Bacon favorisierten sie direkte Beobachtung gegenüber philosophischer Spekulation und überliefertem Textwissen. Die Errichtung eines Museums stand daher ganz oben auf ihrer Agenda. Sie verstanden die Sammlung als zentrales Instrument, um eine neue Wissenschaft zu begründen, die sich auf harte materielle Fakten anstatt auf philosophischen Gedankenspielen gründen sollte. Zudem hofften sie, dass diese physischen Objekte helfen würden, die zerstörerischen Zerwürfnisse zu vermeiden, welche die Wissenschaft ihrer Zeit, aber auch die englische Gesellschaft nach dem Bürgerkrieg insgesamt prägten. Die ersten Fellows hegten die ambitionierte Vorstellung, ihre Sammlung als Kontaktraum zu nutzen, in dem unmittelbare, ungefilterte Beobachtung möglich würde, ein Unterfangen, das sich explizit gegen die Paper Techniques, gegen die papier- und textzentrierten Praktiken der zeitgenössischen Universität richtete. Der Kurator der Objekte Robert Hooke, erläuterte diese Überlegungen in einem programmatischen Vortrag, Zitat, Bücher seien for the most part so superficial and the descriptions so ambiguous that they create a very imperfect idea of the true nature and characteristic of the thing described. It were therefore much to be wished for and endeavored that there might be kept in some repository as full and complete a collection of all varieties of natural bodies as could be obtained, where an inquirer might be able to have recourse, where he might peruse and turn over and spell and read the book of nature
and observe the orthography, etymology, syntaxis and prosodia of nature's grammar. Der Grund, warum ich Ihnen dieses lange Zitat vorlese, ist, dass Sie sehen, dass Hooks Vision darin bestand, die Praktiken des Lesens in Büchern auf das Lesen der Natur zu übertragen. Sein Ziel war es, etablierte Texte seiner Zeit im Museum kritisch zu prüfen und mit aus direkter Observation gewonnenem Wissen zu ersetzen. Ein Ansatz, der sich dann auch im stolzen Motto der Gesellschaft, Nullius in Verba, also nach niemandens Worten, widerspiegelt. Vielleicht kann ich Ihnen das nochmal zeigen. Da sehen Sie es. Einmal ein Kupferstich auf die Gründung, wo Sie die vielen Objekte im Hintergrund sehen und das Wappen, wenn Sie scharfe Augen haben, können Sie den Mottospruch dort sehen. Solch ein Object Turn in die Praxis umzusetzen, erwies sich allerdings als äußerst kompliziert. 1660, als die Fellows sich um den Aufbau dieser Sammlung bemühten, war England durch den Bürgerkrieg lange Zeit vom blühenden Sammlungswesen auf dem Kontinent abgeschnitten gewesen. Den Grundstock für ihr Museum mussten sie daher von einem deutschen Entrepreneur namens Robert Hubert erwerben. Hubert hatte seine Raritäten zunächst im Reich an wechselnden Orten präsentiert und war dann nach dem Dreißigjährigen Krieg nach England übersiedelt, wo er in London ein aufgeschlossenes und zahlungskräftiges Publikum fand für seine neue Form des Museums. Auf dem Kontinent hatten solche Sammlungen bereits eine über 100-jährige Geschichte und auch zahlreiche eigene Traditionen, darunter einen ausgefeilten Kanon von Material, das sammelnswert erschien. Nach dem Ankauf von Huberts populärer Sammlung fanden die Fellows daher an der Stelle der erwarteten naturkundlichen Materialien vor allem Kuriositäten vor. Knochen von Meermenschen oder von patagonischen Riesen beispielsweise. Diese Raritäten konfrontierten ihre Betrachter unmittelbar mit der komplizierten Aufgabe, Objekte zu lesen, die ihres ursprünglichen Kontextes vollständig entkleidet worden waren. Die Fellows entschlossen sich daher notgedrungen, den Erwerb der Objekte nun selbst in die Hand zu nehmen. Dazu griffen sie auf ein bewährtes Mittel zurück, um Wissenschaft über große Distanzen hinweg zu betreiben, den Fragebogen. In einem ambitionierten Unternehmen wandten sie sich an gebildete Persönlichkeiten in der ganzen Welt, schickten ihnen ausführliche Inquiries. Darin listeten sie die Objekte mitsamt der begleiteten Informationen auf, die sie sich aus den jeweiligen Regionen wünschten. Die Verantwortung für dieses anspruchsvolle Projekt übertrugen die Fellows einem weiteren Deutschen, nämlich Henry Oldenburg, dem Sekretär der Gesellschaft. Oldenburg exerpierte lange Listen von interessanten Objekten aus Reiseberichten, übersetzte die in verschiedene Sprachen, druckte sie in den Philosophical Transactions, koordinierte die Verteilung und sammelte den Rücklauf ein. Nahezu 100 solcher Listen haben sich erhalten. Sie gingen an respektable Personen in Europa, aber auch in den englischen Stützpunkten, in der Karibik, in Nord- und Südamerika, Ostindien und an weiteren Orten. In wenigen Jahren gelang es Oldenburg, von London aus ein einzigartig weltumspannendes Netzwerk aufzubauen. Also erstmal ein ganz guter Anfang für einen Kulturkontakt. Angesichts der schwierigen Bedingungen zur Mitte des 17. Jahrhunderts ist allein die Tatsache, dass dieses Briefnetz zunächst einmal existiert hat, eine bemerkenswerte Leistung. Allerdings fand ein über den bloßen Kontakt hinausgehender Austausch nur sehr begrenzt statt. Nur sehr wenig verwertbare Informationen und noch weniger Objekte erreichten das Londoner Museum. Zumeist bestanden die Sendungen nur aus tendenziös ausgewählten fragmentarischen Stücken ohne nennenswerte Dokumentation. Und auch die begleitenden schriftlichen Auskünfte halfen kaum, diese Defizite aufzufangen. Die Korrespondenten orientierten sich am etablierten Kanon, konzentrierten sich auf bizarre Stücke, die die Andersartigkeit der fremden Welt illustrierten und verwiesen darauf, dass man die begleitenden Informationen ja gut aus gelehrten Büchern kompilieren könnte. Bücher, deren Autorität sie dann auch eben weit höher einschätzten als ihre eigene, was diese Dinge angeht. Die so übermittelten Rhinozeroshörner, fußlosen Paradiesvögel und Kleider aus Federn verweisen darauf, dass die Londoner und ihre Korrespondenten nicht nur räumliche, sondern auch soziale Distanzen trennten. Die wissenschaftlichen Codes von Sammlern
und ihren Zulieferern stammten aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Einige Korrespondenten wussten diese Distanz auch ganz gezielt für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Als Filippo Vernatti, ein Faktor der niederländischen Ostindienkompanie, die Fragen der Londoner erhielt, antwortete er mit etablierten Kuriositäten: Steine aus Schlangenköpfen, die angeblich wirksam gegen jede Form von Gift seien, ein Stück ostindisches Stinkholz, das von den Wilden für ihre Beschwörung genutzt würde, und sonderbar geformte Vogelnester, die angeblich aufgrund ihrer suggestiven Form von Chinesen als Aphrodisiakum genutzt würden. Zugleich blieb er verdächtig stumm, wenn es um Objekte und Informationen zu den Bereichen Handelsgüter, Seekarten, Bodenschätze ging. Seine Strategie, diese suggestiv rekontextualisierten Objekte als Täuschkörper einzusenden, um die Fellows von sensibleren Themen abzulenken, erwies sich als ausgesprochen erfolgreich. Vernattis faszinierende Informationen wurden umgehend in den Transactions der Royal Society veröffentlicht und sein wundersames Vogelnest stolz dem begeisterten König Jakob II. Vorgeführt. Zugleich scheiterten dann auch noch die Versuche der Fellows, diese Objekte, die sie erhielten, zur Grundlage experimenteller Überprüfung zu machen. So hatte Vernatti zwar einen schillernden Bericht und eine Probe des berüchtigten Makassar-Giftes eingesandt, ein Gift von so außergewöhnlicher Potenz, dass es angeblich nur durch die rasche Einnahme der eigenen Exkremente behandelt werden könnte. Alle Versuche der Fellows, diese Wundersubstanz an Katzen und Hunden zu testen, verliefen aber negativ. Angesichts der schlechten Dokumentation ihrer Proben und der wachsenden Zahl von einander gegenseitig bestätigenden Reiseberichten dazu sahen sich die Londoner aber dennoch nicht in der Lage, diese Geschichte zu widerlegen. Anstatt falscher Texte vermuteten sie vielmehr, dass sie das falsche Objekt vor sich hätten. Für den Austausch valider Informationen erwiesen sich diese dekontextualisierten Objekte als ebenso ungeeignet wie der Kontakt zwischen Akteuren aus unterschiedlichen sozialen Kontexten. Schließlich fand sich die Gesellschaft mit dem stolzen Motto nach niemandens Worten damit ab, in ihren Veröffentlichungen Informationen zu präsentieren, die aus genau den Texten kompiliert waren, die sie eigentlich hatten überprüfen wollen. Das Unternehmen kulminierte in der voluminösen History of Plants des Fellows John Ray, ein Werk von immenser Gelehrsamkeit, dessen 4 gewaltige Foliobände aus nichts als Text bestanden. Eine vollständige, aber kaum nutzbare Übersetzung von Objekten in Schrift. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Hoffnung, mit der Sammlung, die Sammlung als effektives Vehikel gelehrten Austausches zu nutzen, stillschweigend aufgegeben. Das Sammeln hatte sich als Big Science erwiesen, als Unternehmen, das die Zusammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren über gewaltige geografische und soziale Distanz hinweg nötig machte. Solch ein Unterfangen harmonierte aber nur schlecht mit einer frühneuzeitlichen Wissenspraxis, die auf engen persönlichen Kontakt, auf vertrauenswürdige Zeugen und auf den sozialen Status gründete, der aus finanzieller Unabhängigkeit erwuchs. Stattdessen fokussierten die Fellows nun auf die kleinen Wissenschaften, die Mathematik, Physik, Optik, deren besser nachvollziehbare und wiederholbare Resultate vor Ort in der technisch und sozial viel besser kontrollierbaren Umgebung des Labors erzielt werden konnten. Das Museum der Royal Society entwickelte sich anstatt zum Forschungsraum zum Salon. Es diente als Ort der Begegnung von Fellows und fremden Virtuosi, und in London wurde es bald eine zentrale Touristenattraktion, die aber aufgrund der zunehmend auf experimentelle Verfahren festgelegten Royal Society keinen nennenswerten Platz mehr hatte. Unglücklicherweise versäumten es die Fellows, die sonst jede ihrer Aktivitäten sehr detailliert publizierten, diese Entwicklung öffentlich deutlich zu machen. Sonst hätten sie nämlich den Göttinger Gelehrten des zweiten Fallbeispiels eventuell manche Enttäuschung erspart. Stattdessen publizierten sie einen sorgfältig redigierten Katalog ihrer Sammlung, der mehreren gelehrten Generationen hinweg als leuchtendes Vorbild diente. Und Sie können das Titelblatt dort sehen, weshalb denn auch viele Ideen der Royal Society
im zweiten Beispiel nahezu Wort für Wort wiederkehren. Und damit komme ich zur Göttinger Sammlung. Auch die Universität Göttingen, vom britischen König gegründet, verstand sich als Reforminstitution. Ihre neuartige Kombination von Akademie und Universität bezog ihre Inspiration auch aus dem Erfolg der Royal Society. Wie in London bildete auch in Göttingen eine zentrale Forschungssammlung von Beginn an einen integralen Bestandteil der akademischen Konzeption. Und Sie sehen hier einen frühen Bauplan, wo ein Naturalienkabinett schon mit eingeplant war. Aufgrund finanzieller Engpässe konnten die ursprünglichen Ideen aber erst 1773 umgesetzt werden, als in einer weiteren Parallele zu den Londoner Entwicklungen eine bereits bestehende Privatsammlung erworben werden konnte. Ein Ankauf, der durch den gemeinsamen Schirmherr von Royal Society und Göttinger Universität, König Georg III., den Sie hier über mir schweben sehen, finanziert wurde. Auch die ersten Kommentare der Göttinger Professoren klingen dementsprechend vertraut. Ganz ähnlich wie Robert Hooke verkündete Johann Friedrich Blumenbach, Kurator der Göttinger Sammlung, ich zitiere, die älteren Sammlungen hatten doch fast durchgehend den Fehler, dass man mehr Seltenheiten als Merkwürdigkeiten der Natur zusammenraffte. Aus dieser letzten Rücksicht werden nun vorzüglich akademische Kabinette wichtig, deren gänzliche Bestimmung dahin abzweckt, dass sie nicht zum Prunk, sondern lediglich zum Gebrauch, zur Untersuchung und zum Unterricht dienen. Göttingen ist die erste Universität in Deutschland, vielleicht in Europa, die mit einem eigentlich akademischen Museum versehen worden, und wir halten uns verpflichtet, von ihm auch schon als epochemachendem Phänomen zu sprechen. Solche stark werbenden Texte illustrieren, dass sich mit dem Museum auch noch viele andere Hoffnungen verbanden, nämlich die Anwerbung möglichst vieler adliger Studierender, die mit den zeitgenössischen Sammlungen besonders gut vertraut waren, und auch die Hebung des internationalen Profils der Universität. Sie trugen aber auch der Tatsache Rechnung, dass sich die älteren europäischen Universitäten der objektorientierten Forschung tatsächlich nur sehr langsam und auch nur in den Randgebieten des Curriculums geöffnet hatten. Wie die Royal Society erwarben auch die Göttinger Professoren zunächst eine Sammlung, die ihnen in weiten Teilen als planlos und ungeordnet erschien, nämlich das Kabinett von Christian Wilhelm Büttner, von dem Goethe später berichtet hat, seine Eigenheiten seien, Zitat, unbegrenzte Neigung zu wissenschaftlichem Besitz, beschränkte Genauigkeitsliebe und völliger Mangel an überschauendem Ordnungsgeist. Es erwies sich daher auch als äußerst schwierig, auf dieser materiellen Grundlage ihre eigenen wissenschaftlichen Sammlungsvorstellungen umzusetzen, umso mehr, als die Göttinger Sammlung von Beginn an als öffentliche Institution ausgelegt war und so in einer engen Beziehung zu den fest etablierten Traditionen der privaten Kuriositätenliebhaber stand. Auch die Göttinger Sammlung entwickelte sich rasch zu einer zentralen Attraktion für Reisende und zu einer Schnittstelle für den geselligen Austausch von Liebhaberstücken und Kuriositäten. Ein Prozess, der eindrucksvoll in einem Besucherbuch dokumentiert ist, das für die erste Dekade über 3000 Einträge verzeichnet. Ich habe Ihnen noch das Bild vorenthalten des Göttinger Akademischen Museums. Um diesen Entwicklungen, die sich in den ersten Jahren abzeichneten, zu begegnen, entschlossen sich die Göttinger Professoren ebenfalls, wie die Fellows der Royal Society, dazu, Objekte nun unabhängig vom etablierten Handel und Tausch von Kuriositäten zu erwerben. Um dieses Ziel zu erreichen, war die Universität allerdings gezwungen, auf Akteure außerhalb ihrer eigenen Reihen zurückzugreifen. Professoren waren für weite und strapaziöse Reisen kaum zu gewinnen. Die notwendige Öffnung zur Welt war in dem allumfassenden Anspruch der Sammlung bereits angelegt im universitären Raum, in dem Status und Reputation zentrale und beständig umkämpfte Distinktionsmerkmale darstellten, stellte eine solche personelle Öffnung aber auch ein großes Wagnis dar. Auch dann werden wir sehen, wenn es sich im vertrauten Rahmen der Personalunion vollzog.
Dieses Konfliktpotenzial war schon deutlich geworden, als Albrecht von Haller, der Präsident der Göttinger Akademie der Wissenschaften und zugleich ein auswärtiges Mitglied der London Royal Society, 1752 eine Sammlungsexpedition nach Amerika organisierte. Haller versuchte, das Potenzial der Göttinger Verbindung mit Großbritannien bestmöglich zu nutzen, um Naturalien aus allen drei Reichen der Natur, wie er das formulierte, zu sammeln. Er sicherte sich zunächst die Unterstützung des britischen Königs und verwies ausdrücklich auf das Vorbild der Royal Society. Er war sich aber auch der professoralen Vorbehalte seiner Kollegen bewusst. Aus diesem Grund lehnte er beispielsweise das Angebot, die Sammlungsreise über den Wiener Kaiserhof zu finanzieren, ab. Um den betont akademischen Charakter zu wahren, entschied er sich stattdessen für ein Subskriptionsmodell. Dabei gab man an, sich auf englische Vorbilder zu beziehen, die an der britischen Landesuniversität Göttingen besonderes Ansehen genossen. Zitat: In England ist so mancher wichtige Entwurf durch den Weg der Subskription ausgeführt worden und so rühmlich dergleichen patriotische Unternehmungen dieser großmütigen Nation sind, ebenso viel Ehre wird es jedem Mitglied dieser Gesellschaft bringen. Zugleich konnte er mit diesem Modell an die Erfahrungswelt der Professoren anknüpfen, da ihnen diese Subskriptionsmodelle zum Beispiel aus dem Buchmarkt bereits gut vertraut waren. Um die textgebundenen Traditionen der Professoren noch weiter zu befriedigen, versprach Haller den Subskribenten neben Objekten auch exklusive schriftliche Berichte sowie Vorabdrucke etwaiger Reisebeschreibungen. Ein Risiko musste er in Ermangelung reisewilliger Gelehrter jedoch mit dem Expeditionsleiter eingehen. Angehende Universitätslehrer wie der junge August Ludwig von Schlözer ließen sich für ein solches Unternehmen nicht gewinnen und konzentrierten sich lieber und, wie wir heute wohl wissen, auch erfolgreicher auf ihre eigene Universitätskarriere vor Ort. Hallers Wahl fiel daher auf Christlob Mylius, einen der vielen selbsternannten Experten, die sich im Umfeld der Sammlung bewegten. Und Sie sehen hier seine Ankündigung aus einer von ihm in Berlin herausgegebenen populärwissenschaftlichen Zeitschrift, dass er nach Amerika zu gehen beabsichtigt. Mylius verstand sich viel eher auf die Welt der Salons als auf die Usancen der Universität und er sah sich selber als Journalist, als Naturforscher und als Dichter. Dies wurde dann auch umgehend zu einem Problem, als Mylius während der Reise noch in London verstarb. Verärgerte Professoren begannen umgehend damit, bösartige Gerüchte über den zweifelhaften Charakter des Reisenden zu verbreiten. Besonderen Unmut rief dabei die übermäßig lange Zeit hervor, die Mylius in den Londoner Amateursammlungen verbracht haben sollte. Haller selbst befand sich zu dieser Zeit allerdings bereits wieder in seinem heimatlichen Bern und entging so dem Unmut seiner Kollegen. Vergleichbare Skandale finden sich auffällig häufig im Umfeld frühneuzeitlicher Sammlungen und verweisen darauf, dass das Übersetzen zwischen Amateuren und Gelehrten, zwischen unterschiedlichen geografischen Räumen und zwischen Objekten und Texten einen gefahrvollen und heftig umstrittenen Prozess markierte. Die Göttinger unternahmen deshalb bei ihrem zweiten Anlauf außergewöhnliche Anstrengungen, um ein weiteres solches Desaster zu verhindern. Wieder war es einer der ausgesprochenen England-Freunde unter den Professoren, von dem die Initiative ausging, nämlich Johann David Michaelis. Als er eine Sammlungsexpedition in den Orient plante, setzte er auf eine lange Reihe von Vorsichtsmaßnahmen. Michaelis wählte potenzielle Kandidaten ganz gezielt aufgrund ihrer engen Verbindung mit der universitären Welt aus und um die noch zu festigen, stellte er auch sicher, dass die beiden Leiter seiner Expedition vor ihrer Abreise selber zu Professoren ernannt wurden. Zudem griff Michaelis, der mit der Royal Society sowohl durch seinen Besuch in London 1741 und später auch als Mitglied eng verbunden war, auf das von den Londoner Fellows so eifrig benutzte Instrument des Fragebogens zurück. Als die beiden Expeditionsleiter, Peter Forskal und Friedrich von Haven, aber früh an Malaria verstarben, löste diese Tragödie umgehend wieder heftige persönliche Angriffe auf die Reisenden aus, die ganz ähnlich schon in Mylius' Fall so artikuliert worden waren.
Die Hoffnungen der Göttinger Gelehrten ruhten nun auf dem letzten Überlebenden, dem Landvermesser und ehemaligen Göttinger Studenten Carsten Niebuhr. Michaelis begann hektisch damit, dem Reisenden Fragebögen hinterherzuschicken, um seine Übersetzung von Natur in Text möglichst umfassend zu steuern und zu kontrollieren. 6 Versionen sind in Göttingen hier bekannt. Sie kulminierten in einem 400 Seiten umfassenden Fragebogen, der neben seinem eigentlichen Zweck auch dazu dienen sollte, sich im Fall weiterer Enttäuschung vor der europäischen Gelehrtenwelt zu rechtfertigen. Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb Michaelis seine Fragen an eine Gesellschaft gelehrter Männer drucken ließ, und zwar sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache. In seinem Vorwort fasste Michaelis die Schwierigkeiten der disziplinierten Übersetzung von Objekten in Texte folgendermaßen zusammen. Zitat: Die Grundlagen der Naturgeschichte, die ich ihr Alphabet nennen möchte, sind doch in der Tat nur ein Wörterbuch in eine gewisse Ordnung nach natürlichen Klassen gebracht. Der Mangel besteht darin, dass den Reisenden allein überlassen wird, was sie von auswärtigen Ländern melden sollen, ohne ihnen Fragen vorzulegen und sie zu unterrichten. Sie sehen unzählige Dinge vor Augen, auf die sie nicht merken, dass ein Gelehrter in Europa sie zur Aufklärung einer Dunkelheit gebrauchen kann. Dem Professor für orientalische Sprachwissenschaft erschienen die größten Herausforderungen eines Austauschs über Objekte weniger in der geografischen Distanz zu liegen, als darin, Objekte in Text und Amateure in Gelehrte zu verwandeln. Die angestrebte professorale Kontrolle forderte aber, wie im Falle der Royal Society, einen hohen Preis. Niebuhr, den die Fragen tatsächlich nach einer abenteuerlichen Reise noch im Orient erreichten, benötigte nicht nur seine Rückreise, sondern danach noch mehr als 10 Jahre, um die Antworten auch tatsächlich zu verfassen. Während sein Text, ähnlich wie das voluminöse Werk von John Ray, die allerhöchsten Erwartungen erfüllte, endeten die auf der Reise gesammelten Objekte unbeachtet und vernachlässigt im Keller der Kopenhagener Akademie der Wissenschaften. Carl von Linné beklagte sich daher bei Michaelis, die Naturalien selbst seien, Zitat, mehrenteils ohne gehörige Wartung geblieben, sodass der Spiritus verflogen wäre und dass sie allesamt verdürben. Nach ihrer Übersetzung in Sprache und ohne ihren ursprünglichen Kontext waren diese Dinge, die den Austausch gewährleisten sollten, stumm und unlesbar geworden. Mylius und Niebuhrs Erfahrungen illustrieren die Herausforderungen solchen Austauschs über Objekte. Die Cultural Broker, die Vermittler zwischen akademischen und nicht-akademischen Praktiken, zwischen dem Reich und dem Empire, zwischen Objekt und Buch, begaben sich in ein Minenfeld. Um an Sammlerstücke zu gelangen, mussten sie die Universität verlassen, durften deren soziale und wissenschaftliche Codes aber nicht vernachlässigen. Bei Problemen ließ sich sofort ihr Außenseiterstatus gegen sie verwenden, während die erfolgreiche Übersetzung die totale, aber nicht immer sinnvolle Übernahme akademischer Wissenspraktiken verlangte. Mylius und Niebuhr stellen daher auch keine Einzelfälle dar. Auch berühmte Naturforscher wie die beiden Präsidenten der Royal Society, Hans Sloane oder hier Joseph Banks, mussten sich von klassischen Gelehrten aufgrund ihrer als exzentrisch empfundenen Reise- und Sammeltätigkeit weithin als Amateure oder in diesem Fall als Macaronis verspotten lassen. Ganz ähnlich wie ihre Londoner Kollegen inspirierten diese Enttäuschungen, die Enttäuschung der Expeditionsunternehmen, die Göttinger Professoren, zu dem Versuch, ihre dekontextualisierten Sammlungsobjekte nun eben aus sich selbst heraus zum Sprechen zu bringen. Da sie aber für kaum ein Exponat über eine nennenswerte Dokumentation verfügten, erwies sich dies, wie zuvor auch in London, als ausgesprochen schwierig. Als der dänische König den Göttingern 1781 eine ägyptische Mumie verehrte, stürzten sich die Professoren daher auf diese einmalige Gelegenheit. Für die überzeugten Aufklärer stellte die Mumie nicht nur ein prominentes Beispiel für zahlreiche Mythen und Aberglauben dar, sie sahen sie auch als ein Geschenk aus der Welt der sammelnden Amateure und Fürsten. Zwar schätzte man das Objekt als Visualisierung der weltweiten Kontakte und der Reputation der Göttinger Universität, zugleich
verstand man es aber auch als Chance, ein Beispiel für eine professionelle Akademisierung vormals aristokratischer Sammlerstücke zu geben. Wie im Falle des Makassar-Giftes kam für die experimentelle Überprüfung dieses Objektes ein interdisziplinäres Team aus Professoren der Linguistik, Archäologie, Anthropologie und Medizin zusammen, um eine Sektion vorzunehmen, die publizistisch intensiv begleitet wurde. Die Professoren arbeiteten so gründlich, dass im Inneren der Mumie kaum etwas an seinem Platz blieb. Ihr detailliert veröffentlichter Befund kam allerdings nur zu sehr bescheidenen Ergebnissen. Niemand konnte ermitteln, woher diese Mumie überhaupt stammte, sodass sie nicht mit bekannten Fakten in Beziehung zu setzen war. Zudem besaßen sie keinerlei Vergleichsmaterial. Bei der einzigen anderen Mumie der Sammlung handelte es sich nämlich nicht um ein antikes Exemplar, sondern um ein europäisches Schaustellerstück, um den weitgehend unverwest gebliebenen Leichnam eines gewissen Konrad Schachtrupp aus Herzberg, der von einem Totengräber als Nebenerwerb in den Wirtshäusern der Göttinger Umgebung vorgezeigt worden war. Auch als die Göttinger Professoren den dänischen König später um ein weiteres Exemplar einer echten Mumie baten, war das Ziel nicht in erster Linie an Vergleichsmaterial zu gelangen. Es ging vielmehr darum, dass das erste Geschenk nunmehr so stark beschädigt war, dass die Professoren es nicht länger unter dem Namen des königlichen Patrons ausstellen wollten. Diese Praxis des gutgläubigen Kopierens vermeintlicher britischer Vorbilder blieb natürlich nicht ohne Kritik. Kollegen, die die angelsächsischen Sammlungen mit eigenen Augen gesehen hatten, begegneten ihnen mit deutlich größerer Skepsis. So verfasste Georg Christoph Lichtenberg, der 1770 und 1775 nach England gereist war, kurz nach der Eröffnung des Göttinger Museums eine bitterböse Satire auf die britischen Museen. In seinem Text verzeichnete er Objekte eines fiktiven Londoner Sammlers, der aber unschwer als Hans Sloane zu identifizieren war, ehemaliger Präsident der Royal Society, Gründer des British Museums und als solcher natürlich auch ein Vorbild für das Göttinger Projekt. Laut Lichtenberg enthielt diese Sammlung unter anderem, Zitat, eine Bettstelle in Form eines Sarges für Methodisten und Betschwestern, eine Suite von Kleidungsstücken für ein Kind mit zwei Köpfen oder einen doppelten Kinderlöffel für Zwillinge. Wie Lichtenberg befürchtete, führte die gewissenhafte Emulation dieses Object Turns der Royal Society in Göttingen auch zu vergleichbar ernüchternden Resultaten zunächst. Das Akademische Museum spiegelte keineswegs allein die Interessen der Gelehrten wider. Als öffentliche Sammlung reflektierte sie ebenso sehr den Geschmack ihrer vielen Besucher und Gönner sowie die Schwerpunkte des professionellen Kuriositätenhandels. Auch die gefeierte und bis heute berühmte Sammlung von Objekten aus den Reisen James Cooks enthielt nicht die von den Professoren ausdrücklich erbetenen Naturobjekte. Ihre Zusammensetzung reflektierte auch nicht bloß die repräsentativen Interessen ihres nominellen Spenders, des britischen Königs Georg III. In den ausgewählten exotischen Ethnographika kamen vielmehr die Vorlieben ganz anderer Akteure zum Ausdruck, nämlich die des mit dem Kauf beauftragten Kuriositätenhändlers George Humphrey, die der Virtuosi, für die Humphrey sonst tätig war, und die der Seeleute, welche die Objekte tatsächlich vor Ort gesammelt hatten. In einigen Fällen dürften es auch die Gesammelten selbst gewesen sein, die die Zusammensetzung dieser Objekte beeinflussten. So finden sich in der Göttinger Sammlung mehrere Schädel von neuseeländischen Maori. Diese weitgereisten Objekte könnte man leicht als eindrückliche Materialisierung der Personalunion und der Netzwerke des britischen Empires hier in Göttingen interpretieren, zumal einer als Geschenk der Duchess of Northumberland, Charlotte Percy, und zwei andere über einen deutschen Handwerker am Hof in Windsor, Heinrich Ludwig Görz, nach Göttingen gelangt war. Tatsächlich wurden diese tätowierten und visuell beeindruckenden Schädel aber von Maori in großen Stückzahlen speziell für den europäischen Markt hergestellt. Sie nutzten das faszinierende Staunen der Europäer, um durch den Handel mit diesen Schädeln an die begehrten Schusswaffen zu gelangen. In einigen Fällen dienten als Grundlage dieser vermeintlichen Exotika
sogar die Schädel getöteter Europäer, die dann extra eingefärbt und nachträglich tätowiert wurden. Ethnografische Forschungen waren an solchen speziell für den europäischen Massengeschmack hergestellten Objekten natürlich kaum durchführbar. Stattdessen setzte sich auch in Göttingen zunächst eine textbasierte Wissenspraxis durch, welche die Objekte nicht als eine Quelle, sondern als Illustration verstand. Dies zeigte sich selbst dort, wo sich tatsächlich intensive, direkte Kontakte im Rahmen der Personalunion nachweisen lassen, etwa im Austausch zwischen dem Präsidenten der Royal Society, Joseph Banks, und dem Leiter des Göttinger Museums, Johann Friedrich Blumenbach. So brachte dieser Kontakt zwar eine große Anzahl von Objekten, vor allem menschliche Schädel, nach Göttingen, die Banks über sein weit gespanntes koloniales Netzwerk akquirieren konnte. Blumenbachs wirkmächtige Theorie über die Entstehung der menschlichen Rassen war aber lange vorher entstanden. Die Objekte dienten ihm nur mehr der Illustration seiner zuvor gewonnenen Erkenntnisse, die er anstatt durch Autopsie durch die Lektüre von Reiseberichten gemacht hatte. Auch als Blumenbach 1781 daran ging, seine einflussreiche Naturgeschichte zu illustrieren, ignorierte der Direktor des Museums seine eigene Sammlung und wandte sich stattdessen renommierten Büchern zu. Die Instruktionen an seinen Kupferstecher Daniel Chodowiecki lauteten daher auch: erste Menschenvarietät, eine morgenländische Szene, edelste Bildung, schlanker Wuchs, das Ganze so viel wie möglich feinste Wollust atmend, Kostüme etwa aus Nibus Reisen. Oder zweite Menschenvarietät, Chinesen, in der Ferne ihre bizarren Lusthäuschen, wenn es angeht, auch einige, die Tee trinken, wobei dann etwa Duhaldes Description de China nachzusehen. Oder vierte Menschenvarietät, Brasilianer, wie der Virginia von Wenceslaus Hollard gestochen, in der Ferne eine Hütte, zum Vergleichung Cook's Voyage Round the World. Blumenbach hätte in der Göttinger Sammlung auf eine beachtliche Anzahl von Originalen aus den beschriebenen Regionen zurückgreifen können, Objekte, die oft dem durch die Personalunion entstandenen Netzwerk entstammten. Aufgrund ihrer meist schlechten Dokumentation verließ er sich aber lieber auf die Autorität etablierter Bücher. Es lassen sich also erstaunliche Parallelen zwischen den beiden Fallbeispielen beobachten. Nahezu wortgleiche Propaganda für Sammlungen und Objektwissen als gelehrtes Reformprojekt, der jeweils vergebliche Versuch, neue, dezidiert akademische Sammlungsformen zu etablieren, der Rückgriff auf die Technik des Fragebogens, des eigenen Experimentes und schließlich die resignierende Rückkehr zu traditionellen papiergebundenen Praktiken. Es läge daher nahe, das Self-Fashioning der Göttinger nach dem britischen Vorbild als einen Fehlschlag oder zumindest als bedauernswertes Missverständnis zu deuten, eine Interpretation, die sich dann auch nahtlos in das dominante Verständnis anglo-hannoverianischer Kontakte als historisch weitgehend unbedeutend einfügen ließe, und auch eine Interpretation, die Kurhannover als weitgehend passiven Empfänger britischer Ideen beschreibt. Dies würde allerdings einen ganz zentralen Punkt übersehen. Und das ist der Punkt, an dem diese Missverständnisse kreativ werden. Die Göttinger Objekte begannen bald ein wirkmächtiges Eigenleben zu führen. Zwar hatten sie ihre ursprüngliche Aufgabe nicht erfüllt, ein Fehlschlag, der, wie wir gesehen haben, weniger in der räumlichen Distanz zwischen Hannover, Großbritannien und den Kolonien begründet lag, als in der sozialen Distanz zwischen Professoren und Sammlern. Sie übernahmen aber rasch ganz andere gewichtige Aufgaben. Das Göttinger Museum materialisierte die internationalen Netzwerke der Universität, beispielsweise in der James Cook Sammlung. Sie diente als Schauraum, als Erinnerungsort der Professoren. Ihr Direktor Blumenbach begriff aber, dass die Sammlung noch weiteres Potenzial hatte. Er nutzte die Sammlung bald, um der Universität zahlreiche neue Förderer und Gönner zuzuführen. Die Sammlung diente ihm aber auch dazu, die Universität für zahlreiche neue Gruppen von Experten, Förderern und Naturforschern zu öffnen, eine Öffnung, die vielleicht ebenso viel zu Göttings neuartigem Fokus auf der Naturkunde beigetragen hat, wie die eigentlichen Forschungen der Professoren. Vor allem aber spielten die Objekte eine Rolle im Prozess akademischer Ausdifferenzierung. Sie halfen, entstehende akademische Felder zu etablieren
und Naturalisierten zugleich deren Existenz. Viele akademische Fächer entstanden in Göttingen in enger Verbindung oder aufgrund der universitären Sammlung. Neben der Völkerkunde, die Blumenbach hier begründete, und der Anthropologie zählten dazu auch die Kunstgeschichte, die eng mit der Skulpturensammlung verbunden war. Ganz ähnlich stützte auch der von Joseph Banks Pflanzen aus dem Empire geförderte ökonomische Garten später die Loslösung der Forstwissenschaften von der Biologie und aus der medizinischen Fakultät heraus. Was als Fehlinterpretation früherer englischer Erfolge begonnen hatte, entwickelte sich rasch zu einem Katalysator neuer wissenschaftlicher Disziplinen und Praktiken, die schon bald weit über Göttingen hinaus und bezeichnenderweise auch in Großbritannien kopiert wurden. Als man in England zu Beginn des 19. Jahrhunderts daran ging, die mittlerweile ins British Museum verlegte Sammlung der Royal Society neu zu ordnen, bediente man sich mit Karl König eines Blumenbach-Schülers, der das British Museum dann nach den Göttingen erprobten Systemen strukturierte. Zwei weitere Blumenbach-Schüler, George Bellas Greenough und Karl Ludwig Giesecke, etablierten die objektgeschützte Natur- und Geowissenschaft später auch als Einzeldisziplin in der britischen Wissenslandschaft. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Sammeln konstituierte ein Netz der Dinge, das eine sehr heterogene Gruppe von Akteuren miteinander in Beziehung bringt. Für viele Gelehrte des 17. und 18. Jahrhunderts lag die Herausforderung dieser Form des Kontaktes nicht in der Überwindung geografischer Distanz zwischen Hannover und England, sondern in der sozialen Distanz zwischen den Beteiligten. Dies galt insbesondere in der fragilen, ganz besonders auf Stand und Stellung bedachten Welt der Professoren. Als die Göttinger nach Reformmodellen Ausschau hielten, blickten sie zunächst auf den neuen Kommunikationsraum, der mit der Personalunion entstanden war. Haller, Michaelis und Blumenbach reisten allesamt nach London. Für Blumenbach war sein Englandbesuch 1793 die einzige Auslandsreise überhaupt. Ihre gutgläubige Übernahme der vermeintlichen Erfolge der Royal Society lässt sich als Missverständnis interpretieren, ein Missverständnis, das sicher auch auf den Wunsch zurückging, innerhalb der neuen Allianz von Hannover und Großbritannien tätig zu werden. Allerdings initiierte dieses Missverständnis unerwartete Innovationen. Die Übersetzung eines britischen Sammlungsmodells in den Rahmen einer deutschen Universität kreierte eine Sammlungskultur, die neue Disziplinen, neue Expertengruppen und neue Formen von Soziabilität, von Evidenz und Beweis am Objekt etablierte, Bereiche, die in der Wissensgeschichte mittlerweile als zentrale Felder des wissenschaftlichen Prozesses verstanden werden. Als Kontaktraum trugen diese Sammlungen wesentlich dazu bei, neuen Erkenntnissen zum Durchbruch zu verhelfen, wissenschaftliche Codes zu verbreiten und entstehende Wissensfelder zu konsolidieren. Über die Visualisierung und Evidenz am materiellen Zeugnis konnte akademisches Wissen viel leichter zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Sammlern und Besuchern und zwischen Kuratoren und Amateuren zirkulieren. Es ist daher keineswegs zufällig, dass viele dieser unintendierten Neuschöpfungen im Laufe des 19. Jahrhunderts mit Blumenbachs Schülern wieder zurück auf die britischen Inseln gelangten und dort die Göttinger Taxonomien und Wissensfelder etablierten. Die Dynamik solcher kreativen Missverständnisse ist im Feld der Wissenschaft natürlich besonders sichtbar. Sie ist anhand von Objekten auch materiell direkt nachvollziehbar. Sie markiert aber, wie ich meine, eine Form des unintendierten Austausches, die auch in anderen Bereichen häufig und wirkmächtig gewesen sein könnte, Bereiche, in denen ein interkultureller Austausch bisher allzu rasch ganz ausgeschlossen wird. Vielen Dank.